Neues aus dem Katzenkörbchen. Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Katzenkörbchen. Endlich mal wieder. Nach Jahren. Gefühlten Jahren. Ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ich war jetzt einige Zeit nicht hier. Ich war in letzter Zeit ein bisschen inaktiv. Zum einen, weil ich ja eh nicht zu Hause war. Zum anderen, weil ich faul bin. Weil ich Titi bin. Ich tue gerade meinen Fuß wegmachen. Das ist auch immer so schlimm. Ich liege dann immer nachts im Bett und denke mir, okay, das kannst du morgen machen. Und dann wache ich immer auf und fühle mich wie so ein überfahrenes Wiesel, das dreimal davor durch einen Wäschetrockner gezogen wurde und durch einen Fleischwolf püriert wurde. Aber es ist eh überfahren, also es ist eh, naja, egal, lassen wir das. Mich würde mal interessieren, genau. Das ist mir gestern Abend nämlich eingefallen und es wäre eigentlich wirklich mal interessant zu wissen. Irgendwie habe ich ja lauter Projekte, wo ich halt einfach immer einfach so spiele, wann ich gerade mal so Bock habe. Und ich habe auch manchmal schon Kommentare gelesen bei manchen Projekten so, hey, wow, cool, ich freue mich auf das Projekt, wegen solchen Spielen habe ich dich abonniert. Mich würde das mal interessieren, weil ich habe ja eigentlich wirklich querbeet alles auf meinem Kanal. Und mich würde jetzt mal interessieren, warum habt ihr mich abonniert? Wegen was? Also jetzt nicht sowas wie, oh, weil du toll bist oder so. Ich meine, natürlich weiß ich, dass ich toll bin. Spaß. Aber ebenso genre-technisch. Schreibt es doch mal in die Kommentare, mich würde es mal interessieren. Ich will jetzt mal wieder so ein bisschen aktiver sein. So, mal wieder Sachen auf Vorrat aufnehmen und dann so. Und dann habe ich halt überlegt, was von meinen ganzen Spielen. Ich habe da unten die Taskleiste voll mit Spielen. Ich meine, Dead Space 2 wird auf alle Fälle fortgeführt, weil es macht mir auf alle Fälle Spaß. Viele haben auch schon mal gesagt, ich soll wieder Sims machen oder ich habe so viele Sachen drum. Ja, mich würde es einfach mal interessieren. Darüber hinaus will ich natürlich jetzt dann auch wieder ein bisschen mehr streamen und so. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also, Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag und bis dahin, tschüdelü.